Eine kleine Info zu Anfang. In Part 58 und 59 wurde das Audio-File durch einen technischen Defekt leider nur sehr leise aufgenommen, was bedeutet, dass um dem Spiel von der Lautstärke her gerecht zu werden, ich es lauter machen musste, das Audio-File von mir und meinem Vater. Und dadurch kann es sein, dass es ein bisschen stärkeres Hintergrundrauschen gibt und die Sprachqualität nicht ganz so optimal ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir den Fehler, es wird nicht wieder vorkommen und es ist ja Gott sei Dank nur zwei Part lang. Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bloodborne. Jawohl. Wir sind zurück und es gibt eine kleine Nachricht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir sind momentan in einem Wurzeldungeon, was bedeutet, es ist ein automatisch generiertes. Und aus genau diesem Grund werden wir heute nur den ersten Boss zeigen und dann in das Standard Dumeru 2 Dungeon gehen. Aber erstmal schauen wir, was der Boss zu bieten hat. Eine von diesen okay, das war vielleicht gar nicht so doof, dass ich mir jetzt geheilt habe. Oh, okay. Okay, du bist stark. Okay. Ich glaube, wenn ich dich dazu bringe, irgendwas zu tun. In den Arsch. Nein! Okay. Das hätte ich es gewählt. Okay, ja. Alter! Ja. Was machst du jetzt? Okay. Vielleicht töte dich das schon. Nein. Und es ist tot. Okay, das war jetzt nicht wirklich schwer. Nicht wirklich, ne? Nein. Aber wir kriegen einen Strahlenblut-Edelstein. Und eine neue Lampe. Was gut ist, weil... Gut. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so... Ich denke, ich werde den auch nicht als eigenes Boss-Video machen, ja, weil... Nein, das glaube ich ist auch nicht. Das war jetzt... Das war kein Boss, das war ein starker Gegner, der einfach nur einen Lebensbalken hatte und genau. Mehr nicht. Außerdem haben wir schon hunderte der... Außerdem Flor des Mondes, des Traumes. O ihr Kleinen, o flüchtiger Wille der Alten, beschützt den Jäger, lasst ihn Trost finden und lasst diesen Traum, sein Entführer, ein schönes Erwachen vorhersagen. Eines Tages eine schöne, ferne Erinnerung sein. Ja. Ich muss was. Das, das ist sehr mit der Story, das können wir vergessen, ja. Verbunden, denn es scheint sich so herauszukristallisieren. Ich glaube, ich nehme den nicht weg, ich gebe den einfach hierher. Kelchritual, und zwar nehmen wir hier diesen Zentral-Dumeru-Kelch. Dafür haben wir auch alles, was wir brauchen. Also erschaffen wir ihn. Das, was Diggard übrigens gesagt hat, ja, passt sehr gut zur Story, denn angeblich, beziehungsweise ich habe mir das so gedacht, ich glaube, wir träumen das alles nur. Also am Anfang haben wir so eine Infusion gekriegt, ja, von so einem Typen, und vielleicht ist das jetzt alles quasi in einem künstlichen Koma. Wir wissen es spätestens dann, wenn wir am Ende irgendwie dort wieder erwachen in dieser Klinik, genau, und dann das Spiel aus ist. Nach dem letzten Boss. Oder vielleicht ist der letzte Boss irgendwas in die Richtung. Möglich, ja. Auch wenn ich nicht wüsste. Vielleicht ist eine riesige Spritze. Keine Ahnung. Das wäre geil. Ja, anzünden. So. Hier gibt es jetzt nämlich auch keine so versteckten Wege auf den Seiten. Die sind, glaube ich, nur in diesen random generierten Dungeons. Und nicht in den standardmäßigen. Weil hier... Dann verstehe ich auch nicht, warum da zwei Lampen sind. Ich habe auch keine Ahnung. Aber hier ist schon ein... Ding. Das Boss-Tor. So, und was jetzt hier sein könnte, weil es gibt hier zerbrechbare Wände, aber das ist scheinbar keine davon. Ja, da links ist es auch prickelt, ne? Was?
da, ach so, nee, ich habe hier nur was zerrollt. Das schwebt dann halt so ein bisschen in der Luft, aber... Oh, habe ich auf den Schalter gedrückt? Oder ist mal wieder eine von diesen komischen... Da ist eine Bimmlerin. Stirb, Bimmlerin. Nein, au. Hey, das ist eine coole Möglichkeit, EP zu farmen. Du stellst dich dahin, lässt sie spawnen, schlägst sie einmal und hast 600 Erfahrung. Also, das ist eine sehr einfache Möglichkeit, was zu farmen. Okay. Hier sind immer noch alle Gegner einfach. Verfluchter Feuerblut-Edelstein. Der macht vielleicht Feuer auf unsere Waffe. Will ich mir zumindest... Ah, Kocke. Ach, Kocke, was? Ach, Kocke, ja. Da stelle ich mich nicht drauf in die Mitte, da kommt wieder was. Hier ist einer von... Nein! Oh Gott, die leben noch. Die halten mehr als einen Schlag aus. Ja. Okay. Da ist jetzt schon ein bisschen was in Schwierigkeitswegen stärker. Der Schwierigkeit. Sehr dunkler Raum. Moment, nein, das wollte ich gar nicht. Nein. Ich wollte hier die Handlaterne anmachen. Und jetzt wieder auf das zurück. Auch wenn die nicht viel hilft. Das ist also ein Stoffbahn, obwohl man den nicht durchgreifen kann. Wo? Hier? Ja. Nee, das... Nee. Schaut nicht so aus. Ja. Da geht's weiter. Dich sieht man gar nicht. Ach, du Penner. Den hat man fast nicht gesehen, außer man steht direkt vor ihm. Nein, das ist ein von diesen komischen Sackwichsern. Oh, der. Da geht's weiter. Da auch, aber nee, das ist von der anderen. Nee, das ist von der Seite, okay. Oh, ist das vielleicht sogar schon der Hebelraum? Wäre ein bisschen früh. Wieso was? Hast du den Hebel gesehen? Ja, tatsächlich. Alter, gusch. Penner Hund. Alter, und jetzt fliegt eine Fliege ständig vor meinem Bildschirm rum, die mich verwirrt. Oh. Das war gerade mehr Glück als Verstand, dass ich dem ausgewichen bin. Drecksfliege. Falls ich jetzt sterbe, gebe ich der Fliege die Schuld. Ich heile mich. Okay. Das war okay, das war nicht so schwer. Oh, Ritualblut 3. Wir haben noch gar keinen Dreier, glaube ich, gefunden. Und ich denke immer, das ist so eine Bimmlerin, die dahinter steht. Mit ihrer komischen Laterne. Ja, irgendwo hat sich eine Tür zum alten Labyrinth geöffnet. Ja. Geoffnet. Wissen wir schon. Aber hier ist wahrscheinlich dieser Raum mit dem Spezial-Item. Okay, hier ist vielleicht auch was. Und ja, hier ist was. Und zwar Ritualblut 2, das ist okay. Hier ist nichts außer du. Hier ist nichts außer du, ist auch sehr gutes Deutsch. Du bist schon tot. Man weiß mal bei denen, die da hier rumliegen in dem Verlies nie. Waren wir hier nicht? Ja, waren wir schon. Ja, ja. Das ist der Raum. Das heißt, hier geht's jetzt zum Boss. Okay. Das ist gar nicht mal so, du. Oder sind wir da? Da sind wir hergekommen. Ach ja, genau. Ah ja, okay. Ich bin ein bisschen... Wenn man zu oft in eine Richtung abbiegt, dann weiß man nicht mehr, wo man ist. Und wir betreten den Bosskampf mit...
Welchem Vieh? Ach so, das ist erst hier unten. Und zwar... schauen wir, ob wir es First Try hinkriegen. Bestienbesessene Seele. Hey, so einen haben wir schon mal besiegt. Apex 2. Okay, wenn wir es so ein bisschen treffen. Wenn wir so ein bisschen diese Pillars ausnützen. Nein! Hä, was hat, hat der jetzt so einen Rückwärtsflip gemacht? So macht er wieder Feuer, oder? Jetzt wieder diesen Ding nutzen, dass wir sie nicht ausgehen, nein. Aber jetzt hier dahinter. Das ist gut, dass man diese Dinger nutzen kann. Das macht das Ganze gar nicht so schwer. Ach du Drecksvieh. Komm. Stirb. Stirb zwischen meinen Beinen. Quasi. Ja. Experten-Dunstblut. Oh, wir haben neue Blutedelsteine. Da werden wir beim nächsten Mal irgendwann schauen. Aber ich gehe jetzt noch nicht in den Traum zurück. Mit 20.000, was nicht... Moment, wann sind wir da nicht hergekommen? Nein, wir sind durch eine türartige Formation hergekommen. Das heißt, hier gibt es wieder einen Aufzug nach unten. Sicherheitshalber heile ich mich. Weil ich heile mich ja sowieso nicht, wenn ich an den Lampen speichere. Von daher ist es zentrales dumerianisches Labyrinth Ebene 2. Versucht das zu sagen, ohne Luft zu holen. Das ist echt nicht leicht. Aber wahrscheinlich gibt es dann auch noch ein unteres zentral dumerianisches Labyrinth Ebene 3 oder so. Das, da schaffe ich dann echt nicht mehr mit einer Luft. So. Oh, hier sind gleich ganz viele Gegner. Okay. Okay, es sind immer noch One-Hits. Oh, Gift. Ja, es sind One-Hits. Das finde ich nett von den einfachen Gegnern. Hier geht's dann raus. Hier sind zwei Wege. Ich gehe zuerst den hier. Da hinten steht ein Vetter, aber hier kommen Feuerteufel. Noch einer. Möchte nicht, dass da noch ein anderer irgendwo runterspringt, wenn ich mit dem Fetten kämpfe. Huh! Kacke! Alter! Was ist denn? Ja. Das wäre gut, weil ich ihn mitten im Angriff gestochen habe. Hab ich mehr Schaden gemacht. Hier, das schaut auch verdächtig aus, ist aber nicht. Hier geht's irgendwo weiter, ich weiß es. Aber ich weiß nicht wo. Weil nur für den einen starken Typen, ja gut, es könnte sein, aber... Links kann man jetzt? Ja, jetzt da lang, also geradeaus von da, wo wir hinkommen, herkommen eigentlich. Weißt du, wo die Schotten sind, die Nebel, ja. Kommt meist was oben. Da kommt was oben, ich dachte, da ist einfach nur Nebel. Hier, oh, was bist du? What the fuck? Die hat mich jetzt von vollem Leben auf null gemacht. Aha. So. Also sofort hinter die. Das sind aber zwei, gell? Ja, ich weiß, das sind zwei, aber man muss ja erst einmal eine töten, aber man kann nicht vor... Bam.
Man kann allerdings nicht vor denen stehen, weil sonst... Kannst du jetzt gleich durchhören? Ja, die kommen aber nach. Glaubst? Also, wenn die so sind wie alle anderen Gegner in dem Spiel kommen sie dir weit nach, ja. So. Ich möchte vor allen Dingen meine Dinger aufheben. Nein! So. Sicherheitshalber runtergerollt. Und jetzt nochmal schnell de-aggro ziehen. Die eine ist gleich runtergekupft. Beweg dich. Ah, ihr seid Penner. Also entweder ich habe was falsch gemacht, dass ich so schnell gestorben bin, oder... Oder weil es direkt reingekriegt bist. Ja, das kann sein. Vielleicht, weil sie gerade einen zweiten noch gespawnt hat und deshalb habe ich zwei abbekommen. Nebliger Gang. Zuerst den nicht nebligen Gang. Ist hier ein Durchgang? Nein. Das sah so verführerisch aus. Okay. Hier schaut es gerade so ganz anders aus wie überall sonst. Ja. Ah, fuck. Oh, Blutfiole. Oh, verfluchter Feuerblutedelstein. Das haben wir aber schon. Jawohl. Oh, da ist der Fette. Sehr gut. Huh. Das hat gar nicht so viel gebracht. Nein, ich hab nicht daneben. Ja, aber fast. Na, du Fettsack. Ach, hier, nee, hier war das. Oh, ja. Wir sind jetzt einfach nur den anderen Weg gegangen. Genau. Das ist okay, ja, okay. Der hat jetzt auch kein Blut mehr fallen lassen, was bedeutet, wir können an dem nicht farmen. Dann gehen wir den nebligen Gang entlang. Dort müsste der Hebelraum sein. Also hier. Da hinten sehe ich schon einen. Sieht mich der nicht oder lockt mich der in eine Falle? Der sieht mich einfach nicht. Oh, mal wieder so einer. Aber man merkt schon, dass die Räume sich wiederholen. Sehr ähneln, ja. Nee, sie wiederholen sich eigentlich. Aber das finde ich auch gar nicht mal schlecht. Natürlich, der ist stark. Ja. Aber auch ein fast Instant-Kill mit der starken Doppelzwirbler. Mit dem mächtigen Doppelzwirbler. Zwirbler ist gut, das hört sich an wie so eine Boxattacke irgendwie. Da war Feuerpapier und... Moment. Das hat sich jetzt so angehört als... Achso, nee, ich habe einfach einen dieser Töpfe erwischt. Was ich mir jetzt frage ist, wo es weitergeht, weil hier ist kein Hebel. Hier ist kein Hebel, hier ist kein starker Gegner. Hier ist aber noch ein Item. Molotow. Dann muss es irgendwo noch hier weitergehen. Dann geht es vielleicht hier im oberen Teil dieses Raumes hier weiter. Vielleicht nach rechts oder so. Ja, hier geht's weiter, genau. Ja, also es ist nicht wirklich schwer, sich zurechtzufinden, wenn man einmal so ein bisschen... Aber das schaut aus wie der optionale... Nee, das ist der Hebelraum. Den optionalen Fetten haben wir schon gemacht. Haben die hier ständig diese... Nein, nein! Nein. Bleib mir weg! Ja. Stirb. Stirb und flieg noch ein bisschen durch die Luft. Wenn fette Schweine fliegen können. So, hier ist nichts mehr außer dem Hebel. Und irgendwo wird sich jetzt, wette ich mit dir, ein Tor öffnen. Ja, also. Also ich weiß nicht, woher ich das wusste. Es war so eine spielerische Eingebung. Und. Hui! Jupp. Ich habe aber schon gehört, die. Also wir sind momentan in Level 2. Ich habe gehört, ab Level 4 soll es so richtig bockschwer werden. Und auch nicht mehr in dem Durchgang gut schaffbar.
Aber den Dreier machen wir vielleicht noch in 10, 20 regulär Parts. Und nächster Bosskampf. Wir sehen uns wem gegenüber? Hüteralter. Oh, das erinnert mich jetzt ganz stark an Gwyndolin aus Dark Souls 1. Oh, du bist stark. Du hast aber Rotox-Hook jetzt gekriegt, gell? Ja, aber die macht Feuer, also die wird relativ resistent gegen Feuer sein. Denke nicht. Ich muss einfach... Okay. Wo kommt sie? Ich muss die einfach immer so ein bisschen staggern. Sicherheitshalber hochheilen. Weil ich glaube, mit der ist nicht so wirklich zu spaßen. Oh. Moja, es ging. Es war aber schon ein bisschen anspruchsvoll als dieser Eber. Etwas, ja. Zentraler Ptumeru Wurzelkelch. Oh, hier kriegen wir den Wurzelkelch für dieses, wo wir gerade drinnen sind. Nice. Du bist jetzt alle den hier, hier. Und da der Part zu Ende ist, hat sich überhaupt nicht lang angefühlt. Wahrscheinlich, weil wir drei Bosse bekämpft haben in einem Part. Aber eigentlich waren es zwei, weil den ersten haben wir gesagt, zählen wir nicht, weil A war in einem Wurzelkelch und B war er leicht. Sehr leicht. Leichter als die Hexen von Hemwig. Und das will was heißen. So. Das hatte ich schon einmal. Wo ist die Puppe? Wo ist diese Fick-Puppe? Eine Gange ist sie vielleicht drinnen oder so? Schaut gerade nicht so aus, aber vielleicht ist sie auch hier. Ja, hier. Hallo. Willkommen daheim. Was? So, jetzt können wir gut. Einmal, glaube ich, aufleveln. Ja. Wir leveln Stärke auf Level 30 und jetzt gehen wir mit allem auf 32 systematisch mit Vitalität, Ausdauer und... Lebt wo? Wobei, Vitalität haben wir eigentlich gut, aber... Naja. Einen, den wir auch noch probieren müssen als Boss, ist Märtyrer Logarius, falls du dich noch erinnerst. Das wird so ein Hund werden, das wette ich. So, jetzt schauen wir, ob wir hier bei der Axt noch irgendwas... Weil wir haben andere bekommen... Hier zum Beispiel Mäßigungsdunstblutstein, der macht physischen Angriff plus 18% und der macht gerade, ja gut, er macht maximale GP ein bisschen hoch, aber komm. Hier physischer Angriff 9%, was macht, das macht aber nur stumpf. Nee, ich glaube, sonst, das sind Feuerangriffe, der würde nur Feuer machen, der würde sonst gar nichts bringen, okay, das ist blöd. Verfluchter Mäßigungsblut Edelstein 2, der macht Waffenhaltbarkeit, aber der macht minus Waffenhaltbarkeit und das 31, also das ist, glaube ich, gar nicht so gut. Wo haben wir denn diesen GP dazu? Maximale GP physisch. Das macht zwar insgesamt weniger Schaden, wobei die GP brauchen wir nicht unbedingt, glaube ich. Habe ich den jetzt entfernt? Ich habe, glaube ich, habe den anderen jetzt entfernt. Hier. So, und der ab in dem Dreieckigen können wir vielleicht was reingeben. Hier. Ah ne, das ist Waffenhaltbarkeit minus. Oh, schau dir das an. Diese zwei unteren, diese ganz großen, die warmen. Die scheint man in alle drei Kategorien reinpacken zu können. Das ist interessant zu wissen. Ich möchte mehr physischen Schaden machen, was aber nicht so ausschaut, als wäre das gut mehr. Gut, hier plus 8. Und aber hier wäre plus 9. Ne, ich glaube, hier sind wir beim Besten. Und ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich so stark, wie wir momentan sein können mit dem Equipment. Mhm. Und beim nächsten Mal gehen wir wieder, beziehungsweise wir gehen jetzt einfach wieder rein. Und beim nächsten Mal, schätze ich, werden wir dieses Dungeon hier abschließen. Ebene 2 Herz. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Bloodborne. Demon's Souls? Nein, Bloodborne. Bloodborne? Bloodborne. Bloodborne.
Tschüss.